Hallo, meine deutschliebenden Waffenbrüder und Waffenschwestern, wollen wir jetzt über die Endung D sprechen. Die Wörter, die auf D enden, sind meistens maskulin. Zu den unwirklichen Ausnahmen gehören das Board. Dieses Wort gehört zu den Buchwörtern, die immer sächlich sind. Zu dieser Gruppe gehört auch das Kleid. Das Kleid ist im Grunde genommen ein Tuch. Das Tuch gehört auch zu den Buchwörtern, wie paradoxal es auch klingen mag. Über dieses Wort weißt du schon von meinem Video über die Endung CH. Der Link zum Video soll irgendwo hier sein. Das Schild, das Bild, das Feld gehören auch zu dieser Gruppe. Das Billard ist sächlich wie die Namen aller Spiele, wie du schon von meinen vorherigen Videos bestimmt weißt. Falls nicht, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das Pferd ist sächlich wie auch alle Tiere mit Hufen und ohne Hörner. Das Kind ist sächlich wie auch die Namen aller Kinder. Das Rind, das Wild sind Sammelbegriffe, die immer sächlich sind. Das Land und auch dessen Synonyme sind immer sächlich. Das Elend, das Rund, wie auch alle substantivierten Adjektiven oder substantivierten Wörter sind immer sächlich. Das Tausend, das Dutzend, das Geld, das Bund sind Mosaikwörter, die immer sächlich sind. Das Gold, das Jod sind chemische Elemente, die immer alle sächlich sind. Das Pfund, das Load sind Maßeinheiten, die fast immer sächlich sind. Band hat drei Genera. Der Band ist ein Teil von einem Buch. Falls es um einen Teil des Dings geht, ist das Wort männlich. Die Band ist eine Musikgruppe. Das Band ist ein Fadenwort. Am nächsten zu dem Verb binden steht das Wort das Band. Deshalb ist dieses Wort sächlich. Der Band ist auch eine Art Bindung von Blättern, aber nicht so offenbar wie das Band. Die Band ist wie eine Abkürzung von dem Wort die Bande, die natürlich weiblich ist, wegen des Buchstaben E am Ende. Das Bund ist auch sächlich. Der Bund dagegen ist eine offizielle Vereinigung von Leuten und deshalb männlich ist. Die Schulter ist eine Art Verbindung zwischen Oberarmbein, Schulterblatt und Schlüsselbein. Sowie die Hand ist eine Art Verbindung von Fingern. Deshalb sind die Schulter und die Hand weiblich. Sie verbinden und schützen sowie die Wand, die Mauer, die Mutter, wie ich es dir in meinem Video über die Endung CH erzählt habe. Und der Arm, der Finger als phallische Objekte sind männlich. Es gibt spezifische weibliche Endungen innerhalb der Endung D, uld, gdu, gend. Diese Wörter sind immer weiblich, ohne Ausnahme. Der Smaragd kann nur männlich sein, weil das ein Stein ist. Alle Steine sind männlich. Es gibt auch solche spezifische sächliche Endungen e, d und e plus zwei Konsonanten. Der Herd kann nur männlich sein, damit wir es von dem Wort die Herde unterscheiden können. Es gibt auch Endungen wie zied und oid. Wenn das, was getötet wird, ist mit Leuten verbunden, ist das Wort männlich. Wenn es mit Tieren verbunden ist, ist das Wort sächlich. Dasselbe gilt der Endung oid. Falls das Wort dem Menschen ähnlich ist, ist das Wort männlich. Falls es einem Ding ähnlich ist, ist das Wort sächlich. Sehr einfach und logisch. Die zwei ersten Emotionen, die ein Kind, ein Neugeborener hat, sind das Leid und das Glück. Das Baby weiß natürlich diese Namen nicht und es kann nicht denken, dass es irgendetwas fühlt oder wenn auch, dass es selbst existiert. Aber die ersten Emotionen oder Zustände des Kindes sind entweder vorverbales, totales, unbeschreibliches Glück oder Leiden. Diese Emotionen sind beide sächlich. Alle anderen Emotionen, die aus diesen zwei Basiszuständen herkommen, sind entweder männlich oder weiblich.
Ein Ausweg, um Leid psychisch zu verarbeiten, ist das Singen von Liedern. Das Leid, das Lied, deshalb beide sächlich. Wenn Lied ein neuer Kontakt bedeutet, wirtschaftlicher Begriff, ist das Wort männlich. Wenn es alles andere bedeutet, nicht mit lebendigen Menschen verbunden, ist Lied sächlich. Beim iPod der Firma Apple richtet sich der Artikel nach dem Gattungsbegriff MP3 Player. Das Verb Play spielen plus Suffix er, in meinem Video nenne ich alle Suffixe Endungen. Solche Wörter sind immer männlich. iPad ist wie das Pad sächlich, weil das ein Buchwort ist. Das Hollywood, das Fastfood, das Kleinod sind sächlich, wie auch alle Wörter, die aus zwei Teilen bestehen. Das Glied und dessen Synonyme sind immer sächlich. Das Rad ist sächlich, weil das eine Maßeinheit ist. Auch wenn das Rad ein rundes Bauteil, das um seine Achse rotiert, bedeutet, ist das Rad sächlich. Das Rad kommt von Verb irradieren, das heißt ausstrahlen. Der Radierer aber kommt von dem Verb radieren. Und um diese zwei Wörter, das Rad und der Radierer, nicht zu verwechseln, ist das Rad sächlich und der Radierer männlich, obwohl sie beide von Verben kommen. Radierer ist männlich, weil es eine männliche Endung hat, das heißt er. Das Auge, das Rad sind kreisförmig und sind Glieder von etwas. Auch sehr interessant. Das Bad steht stark mit Wasser in Verbindung. Das Wasser, das Bad, beide sächlich. Alle anderen Wörter, die auf D enden, sind maskulin. Falls du dieses Video gemocht hast, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, schreib Kommentare zu diesem Thema. Erzähl bitte über dieses Video den Leuten, die für solche Informationen Interesse haben können. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Lernen der deutschen Sprache. Tschüss!